willkommen bei uns im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum zur Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende? Ich bin Steffi Klappert, ich bin die Kuratorin der Ausstellung, die wir jetzt gleich ein bisschen genauer betrachten. Ja, hallo, ich bin Christine Henschel, bin Fellow am Kappers Institut für Apokalyptik und Postapokalyptic Studies und bin heute einfach dabei, um ein paar Fragen zu stellen, sie in ein Gespräch zu verwickeln und bin gespannt auf die Ausstellung. Dem kann ich mich nur anschließen. Mein Name ist Philipp Schrögel, ebenfalls von Kappers, und ich bin hier, um die Ausstellung anzuschauen und vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach gleich mal an mit der ganz groben Vorstellung dessen, was wir jetzt eigentlich sehen werden. Also es ist eine Ausstellung zum Katastrophenfilm, immer in Kombination mit realen Katastrophen. Also die sind einfach immer mitgedacht und mitverarbeitet. Wir haben den Katastrophenfilm sehr genau betrachtet, kann ich sagen. Ich habe ungefähr 400 solcher Filme gesehen. Nicht alle in Gänze, aber sehr viele, sehr lange. Und je mehr man guckt, desto stärker kristallisieren sich ja auch Muster raus. Und der Aufbau des klassischen Katastrophenfilms ist ein ganz traditioneller Fünfakter. Und das habe ich dann tatsächlich auch als Ausgangslage für die Ausstellung genommen. Das heißt, sie hat 5 Kapitel, die sich der Reihe nach gemäß dem Abspielen der Katastrophe im Film spielen sich diese Kapitel in Raumform vor allem ab und man betritt sozusagen nacheinander die unterschiedlichen Phasen der sich anbahnenden Katastrophe. Heißt eigentlich konkret, wir stehen jetzt hier gerade noch draußen im Freien, man sieht noch ein bisschen Sonnenschein von einem der ersten schönen Tage des Jahres. Man sieht die Frankfurter Skyline, wenn man genau hinguckt. Das ist das, was Katastrophenfilme immer zu Beginn tun. Sie setzen die Fallhöhe. Also sie zeigen die Normalität, wie sie noch ist, und machen oder stellen ein bisschen so dieses Bild, zu dem man sich fortan immer zurück wünschen wird. Die Katastrophe nimmt dann ihren Lauf und so tut es auch die Ausstellung. Wir haben die ersten Warnsignale, also die Anzeichen, in denen man merkt, irgendwas ist nicht ganz richtig, irgendwas ist anders als sonst, irgendetwas ist im Schwange, wird passieren. Wir haben den Bereich der Katastrophe selbst, also im Film das, worauf alles zuläuft, aber ein relativ kurzer Moment, von dem ausgehend man dann schon in diesen heldenhaften Kampf ums Überleben übergeht, also in den Versuch zu retten, was noch zu retten ist. Deswegen heißt der Bereich auch Rettungsbemühungen. Das ist der Moment, wo man wirklich versucht, die schlimmsten Folgen abzumildern. Ab dann hat die Ausstellung 2 Möglichkeiten. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Lass mal gucken. Wir stehen jetzt hier in dem Bereich, zu dem ich noch gar nichts gesagt habe vorher, der mir aber total wichtig ist, weil es für mich die Frage der Katastrophe immer auch die Frage des menschlichen Umgangs und des menschlichen Verhältnisses zur Katastrophe beinhaltet. Und je länger ich recherchiert habe, desto interessanter fand ich das tatsächlich und habe deswegen diesen Bereich zur Kulturgeschichte, in dem wir jetzt stehen, vorgeschaltet, um sozusagen die wechselhafte Geschichte der Menschheit mit Katastrophen, die teilweise dann noch nicht mal so hießen, zu beleuchten. Mein liebstes Objekt dazu sehen wir tatsächlich hier. Das ist ein Bibeldruck aus Frankfurt. Er ist von 1539 aus der Werkstatt, dem Verlag von Egenolf, der erste Frankfurter Buchdrucker. Und was wir aufgeschlagen haben, ist aus der Offenbarung des Johannes, einer Sequenz, in der das anstehende Ende der Welt, das jüngste Gericht, die Apokalypse thematisiert wird. Und zwar eben nicht nur in lateinischen Worten, also es ist die Lutherbibel, aber sie ist lateinisch, sondern vor allem mit ansprechenden Bildern. Und das war auch ein großes Verkaufsargument für dieses Objekt, für dieses Buch. Das wurde dem Egenolf aus den Händen gerissen, weil einfach diese Bilderbibel für eine Bevölkerung, in der nicht alle lesen konnten, in der es auch unglaublich viel Interesse an den Themen gab, total ideal war.
für mich interessant an den Bildern als solche ist natürlich, dass es sich um Bilder, also um visuelle Vorstellungen von der Katastrophe, in diesem Fall der Apokalypse, handelt. Ich wollte dieses Objekt ganz unbedingt in der Ausstellung präsentieren, weil die mittelalterliche Vorstellung des Schlimmstmöglichen einfach vollkommen bestimmt wird vom Glauben daran, dass Gott entscheidet, was geschieht. Und das Gefühl der mittelalterlichen Menschen zu einem sehr großen Teil geprägt wurde durch diese religiöse Hingabe und auch Akzeptanz. Der Ausschnitt, den wir sehen, ist aus dem 9. Kapitel, glaube ich, der Apokalypse. Es geht um die 5. Trompete, die der Engel bläst und mit deren Ertönen dann die Erde aufbricht, der Brunnen zum Erdinnern geöffnet, die Sterne hineinfallen, die Heuschreckenplage über die Menschheit kommt. Also schon eine sehr spannende Verknüpfung von tiefen Ängsten und realer Alltagserfahrung, die da auch inhaltlich stattfindet. Und würden Sie sagen, diese apokalyptische Darstellung gibt dann eine Art Kontrastfolie für die Katastrophenfilme, wo dann die Menschen selber eingreifen sollen und selber noch heroisch das Ruder herumreißen sollen, was ja hier eigentlich nicht angelegt ist? Es gibt auf jeden Fall, also es ist ein Kontrast und es ist aber ein Kontrast, der für mich auch geistesgeschichtlich verankert ist. Also der ein Thema oder eine Herangehensweise an Katastrophe beschreibt, die ja über die Jahrhunderte extremem Wandel unterlag. Diese sehr hingegebene Annahme, Gott wird es schon richten, ist ja eine, die schon wenige Jahrhunderte später mit der Renaissance komplett aufgegeben wurde, mit dem Glauben an die Wissenschaft und der Hoffnung an die Möglichkeiten durch menschliches Nachdenken, durch Forschen und Fragen Probleme zu lösen. Und das ist natürlich aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Postmoderne betrachtet, ist so eine Vorstellung ja also in ihrer Passivität ganz schwer auszuhalten. Und also müssen Filme natürlich auch an der Stelle viel stärker aktiv agieren und eingreifen. Sie haben auf den Erfolg der im Mittelalter damals den Erfolg dieser Bilderbibel vor dem Hintergrund einer illiteraten Bevölkerung haben das Ganze erwähnt. Wenn man sich jetzt auf die heutige Situation umgeht, ist ja auch eine Daten-Illiteracy. Also kann man Katastrophen eigentlich nur bildlich erfahren, entweder sprachbildlich als mitreißende Erzählung oder eben dann wirklich visuell, wie es dann auch im Film ist, weil eigentlich das Komplexe, das Abstraktste sonst nicht zugänglich ist. Ist das was man aus filmischen Darstellungen vielleicht schließen kann? Ja, die Frage ist tatsächlich, ob es sich um eine Unfähigkeit oder eine Angst handelt. Also ob man Sachverhalte nicht verstehen kann oder ob man sich weigert, sie verstehen zu wollen, weil einfach alles, was mit dem Glauben an die Folgen zusammenkäme, tiefgreifende Einschnitte in unserem Selbstverständnis, unserer Lebensweise, unserer Gesellschaft mit sich bringen würde. Das ist eine total interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ich die Analogie so eins zu eins ziehen würde. Aber in der Sache ist es natürlich schon so, dass der Katastrophenfilm als ein ziemlich klischeebeladenes oder klischeehaftes Genre, und ich sage das, obwohl ich ihn wirklich liebe, natürlich für die einfache Lösung steht, für die klaren Bilder und für die Gewissheit, dass es schon gut ausgehen wird. Das ist was, da traut sich die Bibel ja tatsächlich mehr Ambivalenz. Ich finde es spannend, dass wir in dem Raum der Warnsignale so viele Cover des Spiegels sehen, auch hier und hier und da drüben, angeordnet neben den Filmplakaten. Und ich wollte fragen, warum Ihnen das so wichtig war und was Sie uns
hier vorführen, wenn Sie uns so stark konfrontieren mit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, der Bedrohung durch, in der Regel durch den Klimawandel, und wie Sie das zusammensehen mit der Fiktion, die wir im Film sehen? An der Stelle hier geht es mir tatsächlich sehr, sehr stark um die Frage nach einer Ästhetik. Mhm. Also die ganze Recherchephase über hat mich immer die Frage nach dem Erscheinungsbild, nach unseren Vorstellungen vom Schlimmstmöglichen geleitet. Und ich bin relativ schnell auf diese Doppelspur Fiktion-Realität gekommen und habe dann überlegt, wie man reale Zeugnisse, reale Vorstellungen ausstellen kann. Die Lösung für mich war dann tatsächlich auf mediale Zeugnisse zu gehen, also wirklich Bildnachweise aus Medien zu suchen, die in irgendeiner Form eine extreme Kraft haben oder für etwas stehen, was ich als ganz grundsätzlichen Bildkonsens betrachten würde. Und da muss man sagen, das Magazin Der Spiegel hat einfach knaller Titelblätter. Die sind immer aufsehenerregend und die sind sehr häufig auch wirklich sehr prägend. Und am Beispiel hier, finde ich, kann man das eigentlich ganz schön sehen. Wir haben hier diese Ausgabe aus dem Jahr 1986. Man sieht es ganz klein, der Super-GAU in der Sowjetunion. Es ist deutlich größer, steht da mörderisches Atom. Und es geht um den Reaktorunfall, wie man ihn nennen möchte, in Tschernobyl. Und die Art, wie das bildlich thematisiert wird, finde ich, prägt bis heute unsere Ängste und Vorstellungen von einem atomaren Super-GAU. Die Farbgebung, die ist so grünlich, gelblich, schmutzig, bedrohlich, in jedem Fall höchst unangenehm. Das atomare Warnsignal ist in der Mitte, die Strahlen gehen so in alle Richtungen. Und bis heute ist überhaupt keine Frage, was da zu sehen ist. Und worum es mir auch ging, zu gucken, war wirklich, wie spielen damit filmische Bilder? Also wo beziehen die sich auf ein so geartetes bildliches Gedächtnis oder einen bildlichen Generalkonsens und nutzen das ihrerseits, um vergleichbare Aussagen zu treffen. Und ich finde, ein ganz schönes Beispiel hängt direkt daneben. Der Film Die Wolke von 2006, also die Pausewang-Verfilmung, wird beworben mit einem Plakat, das mit ganz ähnlichen Mitteln arbeitet. Wir haben dieses grünlich-gelbliche, wir haben das übergelegte Warnzeichen, die Strahlen in alle Richtungen. Wir haben jetzt an der Stelle auch noch eine Aussage zum Filminhalt, also die Sorge der Menschen, die persönliche Beziehung zwischen den ProtagonistInnen. Aber nichtsdestotrotz ist auf den ersten Blick klar, worum es geht, selbst wenn man das Buch nicht kennen sollte. Die Wolke, aber es hat was mit atomarer Bedrohung zu tun. Wir haben in den Gesellschaftswissenschaften ganz viele Auseinandersetzungen darüber, wie sich Menschen überhaupt Katastrophe vorstellen und ob, wie sehr das davon geprägt ist, was sie so an Filmen konsumieren. Und wenn Sie jetzt 400 Filme haben Sie angeschaut, um die Ausstellung vorzubereiten, würden Sie sagen, das, wie wir Katastrophe imaginieren, kommt eigentlich nur davon, was wir schon in diesen Filmen gesehen haben? Oder wie verhält sich das zu dem, was wir vielleicht auf irgendeine Weise erfahren oder überliefert bekommen haben? Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also ich würde da auf jeden Fall von einer Wechselwirkung sprechen. Jeder Film hat immer auch die Note, die Ängste und Sorgen der betreffenden Zeit aufzunehmen. Nicht immer direkt, aber in irgendeiner Form kann man da häufig Linien zurück zu den akuten Bedrohungslagen, den größten Katastrophenanlässen ziehen. Und die Ängste als Ausgangspunkt genommen prägen natürlich auch eine bildliche Vorstellung. Filme haben die Freiheit, gerade fiktionale Spielfilme, und tun das auch, das dann zu multiplizieren, zu verknappen, ins Extrem zu steigern, zu beschleunigen. Diese Filme, das war auch eine der Erkenntnisse, die ich im Gespräch mit unseren Kolleginnen vom Senckenberg-Museum, also mit WissenschaftlerInnen, die Filme dann gecheckt, also Fakten gecheckt haben, also eine der Erkenntnisse daraus für mich war auch wirklich zu sagen, selten sind sie eins zu eins realistisch.
aber oft sind sie in dem, was sie auf der darunterliegenden Ebene verarbeiten, plausibel. Eva Horn hat das ja so beschrieben, dass die Filme, die Fiktionen, so Szenarien beleuchten, in denen dann Möglichkeiten ausprobiert werden, es richtig fühlbar wird, die Katastrophe, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Das hat sie vor 8 oder 9 Jahren oder so geschrieben. Inzwischen kennen wir auf verschiedene Weise auch das Katastrophische, oder viele von uns auf der Erde kennen das. Aber ich fand das sehr, sehr plausibel, dass wir da reinkommen und in diesem Szenario mitfühlen können, was es dann bedeutet, Entscheidungen treffen zu müssen unter furchtbaren Umständen. Wenn natürlich auch viele Filme das eigentlich als eine Ersatzhandlung betrachten, also eigentlich als ein Ausagieren von Möglichkeiten, denen wir uns hoffentlich nie in Realität stellen müssen. Aber an vielen Stellen muss man wirklich sagen, hat uns wahrscheinlich die Realität eingeholt mittlerweile. Eine Frage, weil ich gerade auch hier in dieser Wand, auch in der Gegenüberstellung so ganz spannend finde. Das eine, die Wolke als Film und auch die Filmdarstellung ist ja nicht die Katastrophe nach der Katastrophe, die sich da entfaltet. Also die Leute, die sich durch diese Landschaft bewegen, die persönlichen Tragödien. Und das andere sind ja diese klassischen Katastrophenfilme. Und man sieht es, glaube ich, auch so ein bisschen bei diesen Spiegelcovern, wo die Entfaltung der Katastrophe selbst, oder spektakuläre, der Vulkanausbruch auf der anderen Seite, die Explosion, das ist die brennenden Gebäude. Also welche Rolle spielt diese filmischen Darstellung einerseits, die Darstellung der Katastrophe an sich, und dann die zweite Katastrophe danach vielleicht, also oder auch wie dann auch die Schauspielerinnen und Schauspieler oder halt im Prinzip die Akteure dann darauf reagieren? Also die Frage danach sozusagen, in dem Moment, wo die Katastrophe als tatsächlich Dreh- und Angelpunkt auch der Filme eingetreten ist, ja, entfaltet sich vielleicht etwas, was man als zweite Katastrophe bezeichnen könnte, oder eben als den Versuch zu retten, was noch zu retten ist. Also den Moment, in dem Gesellschaft oder Gesellschaften sogar in ihren Grundfesten erschüttert, ihre Leistungen sind zu Boden gegangen, jeglicher Alltag, jegliches Selbstverständnis ist zu Bruch gegangen. Und in dem Moment, in diesem Ausnahmezustand, müssen sich Menschen, Einzelne oder in Gruppen, neu sortieren und müssen versuchen, die unmittelbaren Folgen zu bewältigen, aber natürlich immer auch gleich eigentlich die Frage nach einer Zielvorstellung zu verhandeln. Würden Sie sagen, die Frage stellt sich überhaupt, oder wollen die einfach zurück zu diesem, was jetzt als Idyll sich darstellt, zu dieser Anfangssituation zurück oder zu dem, was dem irgendwie ähnelt? Beides. Also die Frage stellt sich, aber sie stellt sich oft als Sehnsuchtort des Bekannten. Also das Konservative, Restaurative ist schon etwas, was Katastrophenfilme oft auszeichnet. Der Wunsch danach, die Gegenwart also das, was wir als unsere Gegenwart kennen, wiederherzustellen, den Beginn des Filmes zu reproduzieren. Ja, wir hatten gerade eine Konferenz bei Kappas, und da waren auch jede Menge Literaturwissenschaftler und Filmwissenschaftler, und immer wieder höre ich diese Frustration darüber, dass eigentlich so wenige Stories, die was ganz anderes wollen oder die was ganz anderes beschreiben, was danach kommt. Dass die Katastrophe nicht immer die Utopie beinhaltet. Genau. Warum passiert das eigentlich nicht öfter, oder schauen wir einfach die falschen Filme? Also jenseits der Tatsache, dass Katastrophenfilme aus unterschiedlichen Gründen, auch weil sie wahnsinnig aufwendig zu machen sind, sehr häufig dem Blockbuster-Genre zuzurechnen sind und in dessen Logiken und auch Markt- und Verwertungslogiken natürlich agieren müssen, es ist tatsächlich so, dass gesellschaftsdiskursive Filme es selten auf die großen Leinwände schaffen, würde ich jetzt als Arbeitshypothese mal so stellen. Und ein bisschen auch, wenn es sie denn gibt, gehörten sie vermutlich nicht dem Genre des Katastrophenfilms an. Sondern dann, ja, vielleicht ist es dann eher die Dystopie, die Science Fiction, die Postapokalypse oder eben wirklich die Utopie. Aber
Die sind ja schon literarisch immer ein bisschen sperrig. Rettungsbemühungen. Und das ist eben nicht nur der Bereich, in dem dann, oder das Kapitel im Film, in dem Heldinnen gemacht werden, sich beweisen müssen, zutage treten, der Versuch unternommen wird zu retten, was noch zu retten ist, sondern es ist für mich auch wirklich einer der Bereiche, in dem am anschaulichsten illustriert wird, wie sich Katastrophen auf alles, was wir kennen, auswirken. Also wie welcher Zivilisationsbruch das häufig auch ist. Da wird auch meistens die Kreativität der Filmschaffenden gefordert und sehr ausgelebt. Und gleichzeitig kann man einfach an ganz vielen Beispielen immer wieder sehen, wie prägend das auch ist. Also ein bisschen auch wie das, was wir vorher im Kapitel schon hatten. Beispielhaft dafür, finde ich, steht ganz schön das Bild des Sicherheitsanzugs vermummten Akteurs. Man kann sowieso immer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt in aller Regel. Und wir haben hier im gelben Anzug einen, also das ist das, die Aufmachung oder das, die Kleidung, wie sie im Katastrophenschutz beispielsweise vom Deutschen Roten Kreuz verwendet wird. Eine Puppe in diesem Fall, regulär sind es natürlich Personen, die sich mit diesem Anzug gegen chemische, biologische und wohl auch radioaktive Einflüsse schützen kann, zumindest für eine begrenzte Zeit. Und das Bild dieser gelb gewandeten Figuren ist einfach eines, das sich uns relativ tief eingeprägt hat. Wir sehen es hier in der weißen Version an zwei Beispielen. Interessant dabei ist, also das ist wieder Tschernobyl, man sieht nicht nur diesen extrem aufsehenerregenden Titel mit der wiederholten Schriftsetzung des Begriffs Angst, man sieht auch dieses bisschen Strahlung andeutende Spritzwasser, das da an der Seite noch reinspritzt. Das ist von 1986. Interessanter noch fast ist aber dieses Bild hier, ein Filmplakat zu Cassandra Crossing. Deutscher Titel Treffpunkt Todesbrücke. Das ist ein Film von 1976, also tatsächlich auch noch mehrere Jahre vor dem Reaktorunglück. Und ein Film, der sich mit einer Virenpandemie bereits befasst. Und die Insassen eines Zuges, an dessen Bord sich diese Pandemie ausbreitet, stehen an einer Stelle im Film auf einem Abstellgleis in einem Bahnhof und sehen von allen Seiten, es ist natürlich dunkel, es ist natürlich gleißendes Scheinwerferlicht und es kommen dann aus dem Dunkeln diese weißen Personen auf sie zu in dieser Doppelfunktion. Sie schützen sich, sie schützen vielleicht auch die anderen mit dieser Vollmaskierung, sie sind aber auch zur Abwehr von etwaiger Gefahr, die von den Bordinsassen ausgehen kann, mit Waffen ausgerüstet. Und es ist wirklich ein sehr, sehr beklemmender Moment in diesem Film und einer, der, von dem ich nicht sagen würde, er hat großes, also sehr breite Wirkung gehabt, aber ich finde, er versinnbildlicht sehr schön, wie wir uns zu dieser Schutzausrüstung verhalten. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht auch in den filmischen Darstellungen bei diesen ganzen, insbesondere bei diesen Schutzanzugbildern, dieses Entmenschlichungskonzept? Und zwar gar nicht so sehr von den Personen in den Anzügen, die eigentlich ja dadurch auch entmenschlicht sind. Sie haben es selber gesagt, man erkennt gar nicht, wer dahinter steckt, sondern andersrum, die als seelenlose Armee das Gegenüber behandeln. Also in dem Fall halten sie ja die Menschen in diesem Zug unter Kontrolle, was noch ja, im Film sogar noch viel problematischer ist, weil ja auch ein Holocaust-Überlebender sich in diesem Zug befindet, also auch nochmal der diese Bilder hervorruft und auch mit dieses Gasmaskenbild generell, was sicherlich auch an so
möglicherweise an den großen Giftgaseinsätze im Ersten Weltkrieg erinnert, was da auch in der breiten Öffentlichkeit erstmal, da waren auch so eine Entmenschlichung noch mehr des Gegenübers. Wer zieht sich das bei Katastrophenfilmen durch oder nicht? Teils tatsächlich, würde ich sagen. Die Entmenschlichung spielt eine Rolle, weil... Also einerseits das, was es zu bekämpfen gilt, ausgegliedert werden muss. Das darf nichts von uns, niemand von uns sein. Also da findet auch eine klare Gruppenbildung statt. Nicht ganz zufällig sind ja auch diese heldenhaften Gruppierungen häufig Kernfamilie oder zumindest quasi familiäre Gruppen mit ihrer entsprechenden Dynamik. Auf der anderen Seite glaube ich, das sagt eben auch, dass man dem anderen, der Bedrohung, dann eben nur durch so einen Selbst, dann auch, also die Entmenschen, dass man in dem Moment, wo man der Bedrohung entgegentritt, das eigene, das, was uns Menschen ausmacht oder wovon wir denken, dass es uns Menschen ausmacht, eine kulturelle Prägung, eine emotionale Bindung, dass es gilt, das auszublenden. Und dafür nutzen natürlich Uniformen grundsätzlich, aber in diesem Fall dann eben auch diese Schutzvermummungen, kann man vielleicht sagen. Aber es ist eine interessante Frage, die ich, wie man an meiner Antwort auch gemerkt hat, noch nicht zu Ende gedacht habe. Wir stehen jetzt am Scheideweg. Ich habe eingangs erklärt, dass der Katastrophenfilm in seiner Kapitelaufteilung immer klassisch und nach einer ganz klaren Dramaturgie voranschreitet. Und genau das täte er hier auch. Das Publikum hat jetzt zwei Möglichkeiten. Es kann entweder dem klassischen Katastrophenfilm folgen, in die Richtung gehen, in den Bereich von Neuanfang, von gelungener Rettung und von Neuausrichtung auf eine wie auch immer geartete Zukunft mit einer positiven Note aus dieser Ausstellung gehen. Oder die Besuchenden können sich auf die andere Seite wagen. Das ist der Bereich der Apokalypse. Es ist alles schiefgegangen und die Welt geht unter. Aus reinem Interesse würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Apokalypse. Der Bereich der Apokalypse ist ja zum Glück der Teil, zu dem wir noch keinerlei persönliche Erfahrung haben. Zu dem es deswegen auch keinerlei mediale Berichterstattung oder Zeugnisse aus dem realen Leben gibt. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, kein Katastrophenfilm oder ich kenne zwei, geht schlecht aus. In aller Regel muss die Dramaturgie mit einem glücklichen Ausgang mit einem hoffnungsvollen Ende abschließen. Für mich ist trotzdem die Apokalypse in separaten Genres sozusagen verarbeitet wird, in Postapokalypsen, in Dystopien. Trotzdem ist es für mich nicht nur eine ganz wichtige Erweiterung des Katastrophenfilms, sondern auch ein wahnsinnig interessanter Bereich. Einer, der tatsächlich die Fragen nach uns, nach unserer Gesellschaft und nach dem, was uns als Menschen ausmacht, aufwirft und stellt, indem es eben zeigt, was es nicht mehr gibt und wie sehr wir uns daran abmühen. Die vorher schon mal erwähnte Frage nach der Bildlichkeit von Katastrophe, finde ich, kann man in diesem Bereich sehr, sehr schön zeigen an diesen Kostümskizzen, die wir hier zeigen, also Kostümentwürfe zu einem Film, der ist recht neu, der ist letztes Jahr in die Kinos gekommen, also 2021, Tides von Tim Fehlbaum, ein Film über eine
Welt nach der Katastrophe. Diese Katastrophe hat unsere Erde quasi dahin gerafft, schwer getroffen. Man geht davon aus, dass es ein atomarer Schlag war. Ganz genau gesagt wird es nicht. Jedenfalls ist die Erde seit Jahren oder gilt die Erde seit Jahren als unbewohnbar und einige Eliten haben es geschafft, sich auf einen angrenzenden Planeten eine Raumstation zu bauen. Und von dieser Station schicken sie regelmäßig Missionen zurück auf den alten Planeten, um zu prüfen, ob man dort bereits wieder leben kann. Und der Film behandelt eine dieser Missionen, einer jungen Frau, Astronautin, die mit zwei Kollegen auf der Erde landet und feststellt, nicht nur, dass der Planet immer noch einen relativ hohen Grad an Verwüstung hat, sondern vor allem, dass dort Menschen überlebt haben und dass die sich in ihrer Anpassung an die Gegebenheiten auf einem für ihre Begriffe ein bisschen einfachen Lebensstil beziehen, dass sie aber nichtsdestotrotz in der Lage sind, sich zu vermehren, ihre Gesellschaft wieder aufzubauen. Und damit kriegt diese ganze Geschichte natürlich immer auch noch die Note nicht nur einer Neugestaltung von Gesellschaft, sondern vor allem auch von einer kolonialen Geschichtsentstehung. Was an diesen Kostümskizzen von Leonie Zikan aber sehr, sehr schön ist, sie hat sich wirklich überlegt, wie würde ein postapokalyptisches Leben in der Lage sein, eine Ausstattung zu schaffen. Also wie würde sich diese Gesellschaft ganz konkret kleiden? Was haben die an Materialien? Das sind alles Überbleibsel aus irgendwelchen Müllhinterlassenschaften, Netze, Plastik, ausgewaschene Stoffreste, irgendwelche Schutzwebstücke, ein bisschen Schmuck, der gebogen ist aus Blechresten. Also letztlich die Frage, Designing Catastrophe auf eine sehr einfühlsame und, wie ich finde, auch kluge und gleichzeitig bestürzende Art und Weise zu beantworten. Ich finde jetzt spannend, was Sie sagen über die Rolle von Müll in der Einkleidung derer, die noch geblieben sind und die irgendwie klarkommen müssen und wahrscheinlich nur das nehmen können, was sie einfach vorfinden. Was würden Sie sagen, welche Rolle Plastik und Müll und all das, was nicht einfach so verwest, spielt in postapokalyptischen Filmen? Ich habe The Road nur gelesen und da geht es immer darum, dass sie irgendwas finden, irgendwelche Konserven und diesen Dings rumschieben und so weiter. Wie sehr haben wir da so eine Ästhetik von Müll, von Übrigbleibseln, die aber nicht so einfach vergehen? Extrem. Und natürlich ist die interessante Frage dabei, was bleibt übrig? Mhm. Und leider ist es überhaupt nicht das, was wir wünschen, das übrig bleibt. Errungenschaften auf geistesgeschichtlicher oder technologischer Art, sondern es sind die hart produzierten Reste unserer relativ hochentwickelten und dann im Film eben komplett zerstörten Zivilisation. Unsere zivilisatorischen Reste sind eben nicht Demokratie und Kant. Unsere zivilisatorischen Reste werden Kaffeebeutel und Plastiktüten sein. Das ist eine bittere Antwort auf die Frage, was vom Menschen bleibt. Aber es ist natürlich keine uninteressante, weil es also mit unseren Erwartungen und unseren Hoffnungen auf eine Art spielt, die uns vielleicht nachdenken lässt. Ja, und das ist auch eine interessante Antwort auf die Ausgangsposition des Idylls, von dem wir anscheinend herkamen, aber das ja nie ein Idyll war für die meisten, die auf der Erde leben, wenn wir es mal wieder in die Realität zurückbringen. Ja. Viele müssen ja mit dem, was sie finden, irgendwie klarkommen. Na, die Idealisierung findet wirklich erst im Nachgang statt. Also wenn man sich nostalgisch zurückerinnert an etwas, was man zum Zeitpunkt des Erlebens nicht als Idealzustand betrachtet hat. Gibt es da vielleicht diese große Weggabelung, die wir vorne gerade gesehen haben, zwischen dem Neuaufbau und eben der Postapokalypse, im Kleinen vielleicht auch nochmal in der Postapokalypse? Ich beobachte es bei vielen Zombie-Filmen oder anderen derartigen Filmen, das eine ist tatsächlich der Teil der Gesellschaft, der sich nur auf das Bestehende
beruft. Also solange noch Konserven isst, solange sie da sind, noch aus dem Müll irgendwas baut. Und dann meistens so der kleine idyllische Neuanfang, das erste angelegte Feld, die ersten selber gezüchteten Tomaten. Also wieder dieser Neuanfang, aber dann im Kleinen. Also ist sowas, was man da auch sehen könnte? Da spielt natürlich total viel eine Rolle. Also auch der Grad der Zerstörung der Umwelt. Kann man denn Tomaten anbauen? Mhm. Ja, bestimmt ist sozusagen die Frage nach dem Weitermachen, also nach einer Entscheidung für eine Zukunft, sofern sie die Charaktere in der Hand haben, ist für mich auch eine der interessantesten am postapokalyptischen Film. Die beginnen sehr häufig und sie erstrecken sich auch recht lange über den Moment der Unmöglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das, was sie so traurig, tragisch und schwer zu ertragen oft auch macht. Dass alles, was passiert, aus Situationen entsteht, die die Handelnden gar nicht beeinflussen können. Die aus Notgründen, aus Machtgründen, aus solchen der Alternativlosigkeit entstehen. Und dass es immer erst ganz am Ende oder in ganz wenig, also in sehr geringer Dosierung die Möglichkeit gibt, das Schicksal wirklich zurückzuerobern, in die eigenen Hände zu nehmen und damit eine Vision für die eigene Zukunft oder auch die Zukunft der Menschheit zu gestalten. Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank für diese großartige Führung. Und, Dank auch von mir. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Das war ein tolles Gespräch. Also ich finde solche Gespräche immer super spannend, weil ich gemerkt habe, wie wichtig in solchen Zusammenhängen einfach unterschiedliche Perspektiven sind und wie gewinnbringend auch. Vielen, vielen Dank, sage ich also. Ja, nee, danke an Sie. Ja.